Gladbach, dies, das. Wir reden über die einzig wahre Borussia aus Mönchengladbach, der Fohlenelf vom Niederrhein, dem Verein unserer aller Herzen. Direkt, ich habe die Uhr neu gestellt übrigens, das ist wahr, wir haben 10 vor 6, das Spiel ist 7 Minuten her. Direkt nach diesem, in der zweiten Halbzeit nach dem Fußballspiel. In Müngersdorf. Mhm. Ja. Rico, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, ich bin so ein bisschen sprachlos, niedergeschmettert, weiß auch gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich bin wirklich ziemlich enttäuscht. Ich bin enttäuscht von der Einstellung der Mannschaft. Ich bin enttäuscht von der taktischen Umsetzung. Es hat an vielen Ecken und Enden heute gefehlt. So viel kann man, glaube ich, mal festhalten. Gehen wir direkt ins Spiel? Offenbar, ne? Wir können. Sollen wir vorm Spiel anfangen bei diesem Mannschaftskreis? Ja, genau, darauf wollte ich so ein bisschen auch gerade hinaus. Also, wir haben es jetzt gerade im Fernsehen gesehen, wir waren nicht im Stadion. Sonst würdet ihr uns ja auch aus dem Auto sehen. Da haben wir gesehen, dass der FC sich mit den Fans nochmal so kurz vorm Spiel als eine große Einheit präsentiert hat. Und auch als dann die Schweigeminute war, stehen ja die 11 Spieler sich gegenüber und ich habe in die Gesichter vom FC blicken können und die hatten halt alle Bock und ja, waren eingestellt. Und bei uns Wöber. Bei uns war, genau, so ein bisschen Wöber der Einzige, wo man Herzblut erkannt hat, wo man erkannt hat, dass der irgendwie Bock aufs Spiel hatte. Ich habe Luca Netz von hinten die ganze Zeit gesehen und hatte so allein von der Körperspannung... Du fragst dich gar nicht, was es da reingerührt hat, ne? Ja, Aspirin-Komplex hast du dir reingehauen. Ey, wir machen keine Werbung. Kann ja auch was ganz anderes sein. Ich hatte nicht die rote und die blaue Pille von Matrix. Weißt du eigentlich, welche die... Blau. Blau ist die zum Vergessen oder die Wahrheit? Okay. Ich denke mal blau. Keine Ahnung. Okay. Ja, wir haben in die Gesichter geguckt. Und irgendwie gemerkt, dass da keine Spannung war. Jetzt musst du dazu sagen, die Ultras vom FC waren auch vorher schon mal mit der Mannschaft in einem Kreis und die haben so richtig Gas gegeben. Ja. Und unsere kommen aus dem Kreis irgendwie und du denkst so, ja okay, Player ist immer so ein bisschen chillermäßig unterwegs. Aber auch bei keinem anderen, dass man da so gespürt hat, dass die Bock auf das Spiel haben und das darf halt nicht sein. Das darf nicht sein. Jetzt ist es so. Ich muss also herzlichen Glückwunsch an alle FC-Fans, wir kennen ein paar. Ich finde es übrigens ganz mies und wirklich, denkt da mal drüber nach. Keinem von euch hätte ich heute eine Nachricht geschrieben, Hätte ich bei keinem gemacht und ihr wisst das ganz genau, dass das stimmt. Denkt da mal drüber nach, ob das wirklich immer sein muss, wenn ihr mal gewinnt. Man kann immer noch mal, klar, Hüttersieg, Farke hat keine Ahnung. Hat unentschieden und gewonnen. Ne, Rose, ganz schrecklich. Aber davor, wirklich, ich habe euch noch nie geschrieben. Hast du gerade eine Nachricht bekommen oder was? Ich kriege solche Nachrichten, ja. Okay, ich habe bislang noch keine bekommen. Okay. Das finde ich auch aller Ehren wert. Ich würde auch niemals hämische Nachrichten nach solchen Spielen schreiben. Die wissen doch, wie es einem geht, oder? Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen... ein, zwei Sprüche bekommen werde. Wie ihr wisst, sind wir auch ziemlich nah von Müngersdorf. Und das ist auch dann irgendwann okay, aber am Spieltag jetzt selber würde ich es einfach niemals machen und ich hoffe auch wirklich inständig, dass mir die Kölner das nicht antun, weil was willst du jetzt auch darauf antworten? Das ist einfach nervig. Okay, auf jeden Fall muss man dazu sagen, auch wenn solche Elfmeter, wir gehen ins Spiel, solche Elfmeter, um das hier mal abzuschließen. Ne? Ich habe jetzt einmal gemeckert, du hast dich bei deinen Freunden und Bekannten bedankt, dass bisher noch nichts gekommen ist. Wir sind aber wirklich, wir waren noch nie so früh, also das ist wirklich jetzt direkt nach Abpfiff. Mhm. Ne? Also wirklich direkt nach Abpfiff. Wir müssen auch noch beide so ein bisschen um Fassung ringen. Ne? Also wir haben schon in der zweiten Halbzeit nach der roten Karte, nach dem 2-1 schon, hatte ich auf jeden Fall Zeit, so ein bisschen runterzukommen. War zwischenzeitlich schon auch ganz schön... angespannt und auf 180 und jetzt hatte ich so 20 Minuten um... Das Spiel war mit dem zweiten Elfmeter, der dann auch drin war, war das Spiel einfach entschieden, weil es eine rote Karte, also das weiß auch jeder. Ja. Also wenn auch irgendjemand geglaubt hat, es könnte noch was anderes, es war in diesem Moment verloren. Wir haben ja schon mit 11 Menschen auf dem Platz wenig dagegen
zu setzen gehabt. Und mit 10 war es halt völlig utopisch, dass da nochmal irgendeine Reaktion kommt. So, was wir uns selber ankreiden müssen, ne? Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, mit dem Elfmeter aus dieser kürzesten Distanz, das fand ich auch gestern beim Spiel gegen Bochum, wo er hinfällt, fällt er ein bisschen früher, ist es noch vielleicht Stützhand oder zurück? Also dieser Elfmeter, schwierig. Ich hab direkt nach dem Elfmeter gesagt, das ist nicht mehr mein Fußball, so, wenn sowas gepfiffen wird, weil er dreht sich halt irgendwie weg und kriegt aus 2 Meter ja, einfach volle Lotte den Ball vor den Armen. Urs Meier hat das Ganze als neuer Saisonexperte als berechtigt eingestuft. Dennis Eitekin hat auch sofort angezeigt, Handspiel noch außerhalb, aber dann mit Videobeweis halt innerhalb des 16ers, wenn das so gewertet wird. Okay, dann scheint das die richtige Entscheidung zu sein. In meinen Augen so als Fußballfan, als... Das erste fühlt sich am schlechtesten an und auch die Wiederholung des Elfmeters fühlte sich schlecht an, weil du halt so oft siehst, dass es nicht gepfiffen wird. Aber, das habe ich ja auch eben noch irgendwie 10 Minuten vor Abpfiff gesagt, eigentlich waren ja alle Situationen korrekt. Du siehst keins bei der Ballabgabe, er ist noch nicht gelandet, aber er ist eine Fußlänge vorne. Also musst du ja sagen, so gesehen... Stopp, du bist jetzt beim zweiten Elfmeter. Ich bin beim zweiten Elfmeter, bei der Entscheidung. Ich wollte direkt zur Entscheidung springen. Okay. Ich dachte, ich springe mal direkt zur Entscheidung. Mhm. So. Nikolas steht halt so 2 Zentimeter vor der Linie und sowas wird dann anscheinend... Eine komplette Fußlänge, das wären also 27, 28 Zentimeter gewesen sein. Und von daher ist es irgendwo korrekt. Er ist aber noch nicht aufgetreten. Aber es ist auch egal. Es ist auch wirklich egal. Es fing eigentlich schon an, das Schlimme daran, und das wollte ich unbedingt sagen, es war ja trotzdem verdient für den FC, weil wir die ersten 10 Minuten zu diesem Elfmeter, wir kommen ja gar nicht rein. Es hat ja irgendwas nicht gestimmt. Also in der ersten Halbzeit hat nichts gestimmt, wirklich einfach gar nichts. Da waren Bälle über 2 Meter, die nicht angekommen sind. Da war im Spielaufbau gar nichts. Da war so ein, ja, greifen wir jetzt vorne an, pressen wir die bei, wenn der Torwart den Ball hat. Oder pressen wir nicht, dann spielen die so einen Pass nach draußen und 6 Spieler von uns sind überspielt und die sind sofort im Mittelfeld und können halt Tempo gehen. Oder ziehen wir uns zurück, es war irgendwie anscheinend keine Absprache da oder so. Es haben nicht alle mitgemacht, so, ne? Es war immer so, also das saß natürlich in den Klamotten, diese 9. Minute, aber schon vor der 9. Minute war der FC, Körpersprache da, wir nicht. Ja. Wir haben zugeguckt. Dann kommt diese Entscheidung in der 9. Minute, die einen natürlich erstmal hart trifft. Wir haben es nicht aus den Klamotten rausgekriegt, also komplette erste Halbzeit Katastrophe. Ja, die war jetzt nicht ganz so schlimm wie die in Darmstadt, würde ich mal so einordnen, aber sie war schon ziemlich enttäuscht. Aber auch nur, weil der FC, und die werden auch, es tut mir auch leid, aber die werden auch in Zukunft nicht viele Tore schießen. Ne? Mhm. Also hast du gesehen, wie Waldschmidt hat das 3. Tor geschossen oder so. Ja. Ne? Hast du gesehen, was der für Abschlüsse hatte? Also wirklich, die waren richtig, wir haben die ganze Zeit auch gesagt, pass auf, es steht nur 1-0, guck dir mal, wie die abschließen, warte mal ab, 2. Halbzeit. Ja. Wir machen 3 oder 5 Wechsel. Wichtig war, dass eine Systemumstellung, wir haben gesagt, wir wissen nicht genau, was passieren muss, aber es muss auf jeden Fall was passieren. Ja. Aber durch diese Ein-Tore-Führung waren wir die ganze Zeit so in diesem Mut, ja, warte mal. Das kann noch passieren. Und ja. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt direkt hinspringen wollen oder ob wir jetzt noch bei der ersten Halbzeit kurz bleiben wollen. Bis zum 1-1 in der zweiten Halbzeit hatte ich auch das Gefühl, dass diese Systemumstellung irgendwie gefruchtet hat und wir zumindest besser im Spiel waren, Zweikämpfe angenommen haben. Wir hatten ein Fußballspiel, wir hatten so ein bisschen Auf und Ab und wir belohnen uns dafür. 1-1, alles in Ordnung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt trotzdem nicht das Gefühl, dass das Spiel jetzt irgendwie komplett kippen kann. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der FC lässt sich davon jetzt irgendwie relativ wenig beeindrucken. Gut, ist natürlich die Frage, was passiert, wenn Kone nicht vom Platz fliegt, ne? In so einer Phase. Ich weiß nicht, wie lange das nach dem 1-1 war, 5 oder 10 Minuten vielleicht. Kann sowas sich natürlich noch entwickeln, aber ich hatte immer das Gefühl, dass der FC eigentlich das Spiel im Griff hat und wir eigentlich immer noch weiter... Ja, aber es lag ja an uns. Es lag ja nicht daran, weil der FC so gut ist oder so eine tolle Mannschaft hat. Die waren halt bereit. Die waren da. Haben sich halt in jeden Zweikampf geschmissen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen angeschlagen und verrotzt. Die haben halt weiterhin uns gezeigt, was Galligkeit bedeutet. Und wir haben irgendwie überhaupt nicht gewusst, wohin mit uns. Also,
Außer so ein bisschen bei Kone bis zum Platzverweis, diese 25 Minuten, die er in der zweiten Halbzeit noch hatte, die haben Spaß gemacht. Das war ein Antreiber. Rocco Reitz ist reingekommen, das war ein Antreiber. So, wenn wir jetzt bei den, wir springen natürlich, das ist aber auch Gladbach, dies, das. Ohne Konzept, einfach drauf los. Also, Rocco Reitz als Gladbacher Jung, der die letzten Wochen so gut Fußball spielt, startet nicht im Derby. Es fing noch mal beschissener an, dass Kone von der Itakura von der Nationalmannschaft zurückkommt und hat was am Knöchel, kann nicht spielen, Friedrich ist dran. Als ich das heute gelesen habe, Aufstellung gesehen habe, Itakura spielt nicht. Das hat schon mal sehr wahrscheinlich was auch mit dem gemacht. Ne? Das glaube ich auch. Aber es darf halt nicht sein, ne? Wenn ein Spieler ausfällt, darfst du halt nicht als Mannschaft einknicken. Und ich habe sofort gedacht, als sie rausgekommen sind am Platz. Einer fällt aus. Warum, was unsere Taktik war oder woran es lag, dass unser Trainer Rocco Reitz nicht gebracht hat, weil jetzt Kone fit ist und er geglaubt hat, auch Kone war in der ersten Halbzeit. Boah, jetzt wird schwierig, ne? Also. Koné hat in der ersten Halbzeit auch nicht überzeugt. Also Seoane hat vor dem Spiel im Interview gesagt, dass Reitz nicht spielt, weil das ein sehr junger Spieler ist, der in den letzten Wochen einfach viel gespielt hat und dann bleibt er halt mal draußen. Okay. Es wird ja eine sehr kurze Sendung, ne? Vermutlich. Machen wir Tops und Flops. Wir können auf jeden Fall auf Tops und Flops eingehen. Also müssen wir. Ich habe mir noch nicht so die richtigen Gedanken darüber gemacht. Das kommt jetzt einfach rein aus dem Bauch und aus der Intuition Aus der Emotion. und aus der Emotion. Ich würde als Top schon Rocco Reitz nach seiner Einwechslung auch wieder sehen. Der hat schon irgendwie wieder Präsenz gezeigt, hatte ein, zwei gute Aktionen. Damit war er mehr oder weniger der Einzige heute mit ein, zwei guten Aktionen, weil es gibt Spieler, die hatten wirklich gar nichts. Deswegen würde ich ihn jetzt mal so ganz spontan auf eins stellen. Moritz Nikolas hat einen Elfmeter gehalten, der zurückgenommen wurde, hat ein, zwei gute Paraden noch gehabt. Wenn wir den nicht gehabt hätten, hätte es vielleicht auch noch höher ausfallen können, keine Ahnung. Hat einen Elfmeter verursacht. Ja, stimmt, den Elfmeter verursacht er Ja. noch. Ja, okay. Ja, Ich hätte ihn dann. übrigens auch, ich hätte genau die beiden, hätte ich auch genannt. Ganz ehrlich, Wöber fand ich noch ganz geil. Wöber hatte zumindest als War so der einziger. Einzige, der so das Gefühl, der das Gefühl vermittelt hat, alles klar, Derby, ich bin bereit, ich gebe Gas, ich grätsche, ich kämpfe, ich fighte. Ja, So. aber durch seine Verletzung war er dann auch so ein bisschen angeschlagen und als Linksverteidiger, wo er dann in der zweiten Halbzeit auch so ein paar Offensivaktionen hatte und dann so am linken Flügel rumgestöbert hat. Gewöbert, Gewöbert, er rumgewöbert. hat ja wirklich Ja. rumgewöbert. So, der wusste gar Ja. nicht so richtig, sich in diese Position einzufinden. Das waren jetzt nicht sonderlich starke Läufe, die er da auf links hatte oder so. Und deswegen, erste Halbzeit war okay und die zweite Halbzeit halt eher nicht. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht zu den Tops zählen. Aber es fällt eh schwer, heute da überhaupt Ja, einen irgendwen zu Top zu nennen. finden, ne? Ja, absolut. Also. Eben haben wir noch gesagt, bevor wir losgelegt haben, dass Manu Kone könnte Tops und Flops sein. Ja, top, weil er halt so 20, 25 Minuten hatte, die gezeigt haben, dass er Unterschied ausmachen kann, dass er ein Spiel an sich reißen kann und Taktgeber sein kann. Was ihn da geritten hat, so an der Seitenlinie einzusteigen. Er ist im Vollsprint und kommt ein bisschen zu spät. Ich habe es eben schon gesagt, es war die Szene. Gestern hat Griffo für ein rotwürdiges Foul nicht rot bekommen. Und es war klar, dass der Schiedsrichter dem diesmal, wir haben ja heute irgendwie in allen Zeitungen, im Doppelpass, wo auch immer, in allen Medien hieß es, Griffo hätte rot kriegen müssen. Und deswegen war klar, da kommt noch was, der geht jetzt runter. Jetzt muss man sagen, du hast eben gesagt, ja, aber es wird wieder unterschiedlich bewertet. Das Ja, wird aber gestern war falsch. mit zweierlei Maß gemessen. Ich sehe es auch so, dass der Fehler dann eher bei gestern lag und dass es beides rotwürdige Fouls waren. Auf der anderen Seite ist es halt traurig, dass es uns dann jetzt irgendwie trifft und wir deswegen. Ja, und wir werden schon irgendwie das durch diese Situation aus dem Spiel gerissen. Wir spielen 20, 25 Minuten mit 10 Mann im Derby und es war eigentlich klar, okay, dann kippt das Ganze jetzt wieder. Aber auch nur so kann und konnte doch Köln Derby gegen uns gewinnen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Was Jetzt meinst du ist, mit nur ja, wir haben so? noch vorm Spiel, wir waren noch jetzt 2 Wochen in der Länderspielpause so drauf. Ich habe gestern noch einen Short gemacht. Wir hatten schon das Gefühl, wenn wir mit der richtigen Einstellung da rangehen, sind wir die bessere Mannschaft und ziehen das Ding. Ich habe mich 2 Wochen lang auf diesen Tag gefreut. Ich war wirklich schon seit 7, 8, 9 Tagen auch so ein bisschen kribbelig. Und ich bin einfach nur enttäuscht worden. So, Entschuldigung. Wir haben aber auch
9 Tage lang geglaubt, dass Itakura spielt, dass wir schon, es hieß auch unter der Woche volle Kapelle. Ja, stimmt. Und ich habe fest damit gerechnet, dass Rocco Reitz, der jetzt wirklich so geil startet, dass der sein erstes Derby spielen darf. Ja. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. So, ja. Ne? Wir waren von Anfang an nicht da. Nur die Hälfte der Mannschaft, die wussten nicht, pressen wir nicht, laufen wir nicht. Sollen wir Flops benennen noch? Oder? Ja, bitte. Willst du anfangen mit Flops? Also ich hätte eine Handvoll. Ich habe eine Handvoll zu, also mir haben einige Sachen heute wirklich überhaupt nicht gepasst. Und ich weiß nämlich, dass ich die erste Halbzeit jetzt überbewerte. Da würde ich wirklich fast alle benennen wollen. Und dadurch, dass da so. Außer Nikolas. Ja, von mir aus auch außer Nikolas. Da sind mir so ein, zwei Sachen echt negativ aufgefallen, was so Einstellungen angeht. Gerade jetzt auch im Vergleich zu dem, was Jordan die letzten Wochen gemacht hat und wie er uns weitergebracht hat. Aber Schwanne fand ich wirklich in der ersten Halbzeit schlimm heute, ne? Wirklich komplett unter aller Kanone. Mhm. Jedes Mal, wenn er angespielt wird, hat er versucht, mit irgendeinem Hackentrick oder so einer Direktweiterleitung das Spiel schnell zu machen. Oder ich hatte das Gefühl, er hatte Angst, den Ball zu verlieren und wollte einfach schnell wieder weggehen. Also wir legen 1-0 zurück und, Entschuldigung, dass ich unterbreche, 1-0 zurück und immer diese Hackentricks, ne? Die liefen hinterher ein bisschen besser, aber das stört mich auch. Ich glaube, wir haben wirklich heute mal so 5, 6, 7, 8 Hackentricks gesehen, wo ich denke, das kannst du nicht machen. Und einen Jordan hatte man jetzt irgendwie so vermisst. Ja, vermissen auch so die letzten 2 Wochen wahrgenommen als jemand, der man Ball festmachen kann. So, das ist seine große Qualität. Und ein Schwanne kann das einfach anscheinend nicht. Nee. Der kann es nicht. Der ist eher ein Weiterleiter. Es kann natürlich auf die Saison gesehen auch nochmal interessant sein, mit beiden zu spielen, dass Jordan einfach ein Zielspieler ist und dann irgendwie mit einem Pass zurück auf Neuhaus nochmal Schwanne schicken oder Honorar schicken und Schwanne hat dann irgendwie den Abschluss. Da kann sich was entwickeln irgendwie. Aber Schwanne als zentralen Zielspieler zu sehen, der Bälle festmacht, bitte nicht mehr. Das stimmt. Wo du gerade entwickeln sagst, wir hatten ja das Gefühl, wir haben schon so ein bisschen was entwickelt und man sieht eine Entwicklung. Ich meine, du hast es auch letztes Mal genauso gesagt. Ja. Und wir wussten, dass es Rückschläge gibt, aber dass das so aussehen wird wie heute in der ersten Halbzeit, war schon herbe. Ja, war auf jeden Fall ein größerer Rückschlag, als ich mir jetzt vorher erwartet hatte. Zweite Halbzeit hatte ich schon das Gefühl, da geht noch was. Mit der roten Karte hat das Spiel schon abgehakt. Ich habe gesagt, nee, lass uns jetzt einfach einen guten Kampf machen und dann spielen wir unentschieden und dann ist es okay. Und mit der roten, mit dem Elfmeter. War das eigentlich der Freistoß von der roten Karte, der direkt zum Elfmeter geführt hat? Boah, sagt ihr uns das? Ich glaube ja. Was? Ich glaube ja, weil der Kommentar hat irgendwie gesagt, jetzt der Freistoß von der roten Karte war dann direkt rausgefaustet. Ich glaube. Ach du Jemine. Ich glaube ja. So, also, wir haben übrigens 5:55, ne? Das heißt, das Ding läuft schon. 18 Minuten oder was? 18 Minuten. Ja. Easy. 19 kriegen wir trotzdem nicht hin. So, pass auf. Hast du noch einen Flop-Spieler, den du nennen möchtest? Oder bleiben? Du hattest eine Handvoll. Wir waren bisher nur bei Schwanne. Honora, Neuhaus. Doch, ich habe einen Flop-Spieler. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit, hat nach Anstoß, hat DAZN uns gesagt, super Werbung für DAZN übrigens, wir müssen die Anwendung neu starten, um Speicherplatz zu generieren. Und dann war es nochmal eine Minute weg. Und als es wieder gestartet hat, das hat übrigens 2 Minuten gedauert, mindestens, sah man einen Zweikampf von einem Kölner gegen Neuhaus. Und Neuhaus machte irgendwie so, sah aus wie so ein kleiner Junge, der so zurückzieht, ne? Ja. Also das war ein Standbild. Was wir uns 30 Sekunden lang geben mussten, mindestens. Genau, wir mussten uns das angucken und haben gesagt, ja, dieses Bild trifft einfach auf die erste Halbzeit zu. Der Kölner super stabil gewinnt das Kopfballduell. Ich weiß gar nicht genau, wer es war. Und Neuhaus daneben, wie so ein Kind, der eh keine Chance hat, so guckt auch so ein bisschen weg, hat Angst vor dem Zweikampf. Und wir haben einfach nur gesagt, jo, das ist genau das, was das Spiel bisher widerspiegelt. So. Vielleicht wurde er deshalb auch ausgewechselt. Gehört also auch zu den Flops. Es ist so. Okay, Neuhaus willst du dann nochmal raus. Okay, ja. Ja, ich habe von Neuhaus nichts gesehen in der ersten Halbzeit, deswegen kann ich halt auch nicht widersprechen. Aber in der ersten Halbzeit gibt es auch außer Moritz Nikolas und Wöber kein, wo man, also dieser Katastrophenpass von Friedrich, ne? Friedrich hat ja prinzipiell für das, was er kann und macht, war es eigentlich sogar okay, bis auf dieser Fehlpass in der ersten Halbzeit. Weigel auch mit diesem. Weigel einmal mit so einem Ding, alter Schwede, ne? Ja, aber auch nur so kann Köln, du hast auch nicht gefragt, du hast nicht nach diesem
Zeug gefragt. Ich habe das hier, ich habe das vorhin für mich interpretiert, ob das heißen soll, dass wir jetzt um die goldene Ananas spielen. Nein. In der Saison. Nein, weil wir nicht. Also wir spielen sowieso um die goldene. Also wir sagen ja hoffentlich. Dieses, das wäre noch das höchste der Gefühle. Also die goldene Ananas? Ja. Das wäre so zwischen 10 und 12. Ja. Das ist die goldene. Mhm. 9 und 12. 9 wäre die Einstelligkeit. Einstelligkeit erreicht. Ja. Also ich sehe die goldene Ananas auf uns zukommen. Ja. Und dann können wir zufrieden sein, sobald wir nicht irgendwie wieder nach unten reinrutschen. Kann man, finde ich, jetzt gerade überhaupt nicht einschätzen, ob das passiert, aber ich glaube, wir müssen schon so ein bisschen gewarnt sein. Also diese Auswärtsauftritte mit in Darmstadt die erste Halbzeit und dann nur gegen 10 Mann eine Chance haben. Jetzt in Köln die erste Halbzeit. Mhm. Ja, heute hat aber unser Trainer irgendwie nicht die richtige Mannschaft gefunden, nicht die richtigen Worte gefunden. Es kann ja nicht nur an der Mentalität von Köln gelegen haben. Stadion war da, Ultras haben die nochmal eingeschworen, da an der Bande, aber das kann es nicht alleine gewesen sein. Das war einfach nix. Und du hast ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass es trotzdem gegangen wäre, ne? Dass man einen Spieler hätte, der fehlt übrigens nächste Woche. Unser Top und Flop. Ja, der fehlt ja bestimmt 2, 3 Spieler, nehme ich mal. Ja, rote Karte gesehen, ne? Da wird es nicht für ein Spiel gesperrt. Meinst du, es werden 3? 2 bis 3, ja, klar. Grobes Foulspiel, 2 bis 3 Spiele. Junge. Also, ja, nächste Woche. Ja, Leute, wir sind auch für euch da, wenn es mal so richtig mies läuft und auch wenn wir nicht dran geglaubt haben, dass es so mies läuft. Und trotz allem bleibt. Nein, wir haben noch nicht. Nein, so weit sind wir noch gar nicht. Wir haben noch ein paar Dinge, die wir unbedingt ein. Wir können jetzt zum Ende finden, ja? Technik wurde wie immer präsentiert von Marcelo Page Technik Solutions. Danke, Marcelo. Wir haben heute nicht an der Tischkante, wir haben nicht draufgehauen. Wir waren, glaube ich, heute relativ safe damit. Dann danke an unsere Abonnenten. Tut uns den Gefallen, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und auch die noch nicht abonniert haben, bitte Daumen hoch, Abo klicken und die ein Abo haben, bitte seid so lieb und sagt euren Gladbach-Buddies, ey, da sind 2, die setzen sich auch eine halbe Stunde nach dem Spiel hin. Der eine ist total verschnupft und nasal und der andere ist mega abgefuckt und sagt, machen wir es heute überhaupt? Und ja, wir machen's. Habe ich nicht gesagt. Ist doch klar, dass wir es machen. Habe ich nicht gesagt. Alter, was ist los? Einfach dies, das wird schon durchgezogen. Aber wir müssen uns dann halt auch mal mit schlechter Laune erleben. So, ne? Also ich finde dafür, und das wollte ich auch unbedingt nochmal fragen, wir haben ja gar nicht so schlechte Laune. Es ist ja gar nicht, das ist gar nicht, diese Niederlage ist nicht so schlimm wie andere Derby-Niederlagen, weil das dritte Tor war aus dem Spiel, das war geschenkt, aber was waren das für Tore? Es war dieser Handelfmeter, über dem wirklich von 1,5 Metern vor die Hand, von 2 Metern vor die Hand, er geht zurück. Ja, keine Ahnung, wenn die Regel so ist, war es ein Handelfmeter. Dann gibt's eine rote Karte, wo man sagen muss, ey, komm, das ist kein Gelb, das ist rot, alles klar. Dann gibt es einen Freistoß, wo er das Ding, er kommt zu spät, berührt den noch irgendwie Luca Waldschmidt, wird da in seiner Martin-Gore-Frisur getroffen irgendwie und wälzt sich noch 10-mal, alles klar, gibt Elfmeter. Dann hält Moritz Nikolas den Elfmeter, weil Kainz sagt, boah, ich lufte ihn jetzt einfach mal in die Mitte. Aber er ist exakt 27 Zentimeter, eine Fußlänge. Er hat noch nicht den Rasen berührt, aber er springt nach vorne. Alles klar, wird wiederholt, dann macht er rein. Durch diese Tore haben die gewonnen. Die haben jetzt nicht gewonnen, weil die waren besser als wir und es war verdient. Also das nochmal, bevor ich jetzt noch mehr Nachrichten kriege. Ne? Es war verdient, alles easy, freut euch, ihr seid 16. 4 Punkte, 2 mehr als Mainz. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber was hat denn das mit der goldenen Ananas jetzt auf sich dann, wenn das nicht das die war? Die goldene Ananas stand auch an unserer allerersten, erste, zweite, dritte, ich muss mir schon wieder die Nase putzen. Sag mal was. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon einmal im Bild stand, aber ich weiß nicht, wann und warum. Aber ja, warum? Weil wir nichts mit Deko machen. Wir gucken einfach, wir hängen einfach kurz noch ein Trikot dahin. Wir machen halt nicht viel. Wir haben sonst aber hier Apfelsinen gehabt. Hat sie jetzt einen Grund oder nicht? Hat sie einen Sinn? Wenn du schon sagst, du sprichst da gar nicht drauf an, ja, dann wird sie irgendeinen Sinn haben. Ja, also für den FC kann das maximal um die goldene Ananas gehen. Für uns geht es um die. Ja, sie ist ein Dekostück, was jetzt hier steht. Und es geht ja auch, oder glaubst du, wir lernen jetzt daraus, hauen, da ist der Ausblick auf Heidenheim. Wir hauen jetzt. Ich glaube schon, dass wir Heidenheim weghauen.
Ehrlich gesagt. Weghauen vor allem. Ist ein Heimspiel, Alter. Ja, was willst du machen? Du musst ja irgendwie Optimismus bewahren. Kannst es ja nicht sagen, oh, jetzt kommt Heidenheim als Aufsteiger zu uns in Borussia Park. Oh, die spielen ganz giftig und ganz. Haben wir sorry, aber letztes Mal Alter. gesagt, ne? Ja, wir haben aber auch gesagt, Beim so musst du spielen. DFB-Pokalspiel finde ich ist nochmal ein bisschen was anderes als ein Bundesligaspiel. Ein Bundesligaspiel zu Hause, ist das Samstag 15:30 Uhr, glaube ich sogar. Sorry, Alter. Das musst du einfach gewinnen. Das ist gar keine Diskussion. Okay. Egal, wer da spielt. Ob da jetzt ein, also klar, Reiz kommt eh wieder rein. Friedrich, Janschke. Itakura spielt wahrscheinlich schon auch wieder. Ich, also sorry, das muss gewonnen werden. Und da sind wir wieder bei diesem, wie viel erträgt man, ohne dass man jetzt der Mannschaft so große Vorwürfe macht und ohne dass man die Leidenschaft dahinter verliert und ohne dass man sauer auf das Team ist. Ich bin nicht am Ende meiner Geduld, aber wenn die gegen Heidenheim verlieren würden im Heimspiel, wird es, glaube ich, oh ja, hast dann du recht. Anfangen, ja, ungemütlich hast zu du werden. Recht. Ja, hast du das recht. Das kann ungemütlich werden. Weil beim Derby, heute muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt nicht nur auf uns bezogen, nein. Aber so medial, ja, im Team. Ja, medial nicht, sondern auch, dass dann die, weil Derby verlieren kann okay sein mit den Umständen, die es gibt, aber die erste Halbzeit war nicht in Ordnung. Und wir haben sofort ausgeschaltet nach Abpfiff, dass du hast auch gesagt, ich will auf gar keinen Fall irgendein Interview ich möchte oder so. Da, ja, und nicht nochmal irgendwie so ein. Wir hätten jetzt aber auch, wir wissen jetzt gar nicht, wie unsere Fans reagiert haben. Ne? Wir wissen null, ob die. Nee, wissen kann nicht. Jetzt auch sein, dass wissen wir nicht. Wir jetzt irgendwann zurückkommen gleich und hören, dass die da schon richtig abgegangen sind. Ne? Ich weiß, genau, ja, kann sein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es nach Heidenheim so ein potenzielles. Pulverfass sein könnte, wo dann, wenn wir das irgendwie jetzt auch chancenlos oder wie auch immer verlieren sollten, wovon ich echt nicht ausgehe, dann kann da langsam sich so eine Stimmung entwickeln, die irgendwie wieder so gegens Team geht. Und da habe ich keinen Bock drauf, da hat auch keiner Bock drauf und deswegen gehe ich einfach ganz stark davon aus, dass wir es ziehen. Jetzt vielleicht auch nicht so super souverän, es reicht auch mal ein Arbeitssieg, ist mir auch egal, Hauptsache mal irgendwie wieder 3 Punkte und das erste Heimspiel mal gewinnen. Was ja, uns gegen Mainz schon verwehrt geblieben ist. Und jetzt, ja, müsste das mal so langsam ins Rollen kommen. Ja, nicht nur gegen Mainz. Wir hatten ja, die anderen 3 Spiele davor haben wir halt eh gegen Leipzig, Bayern und Leverkusen verloren. Mainz war schon so für mich das Spiel, was man einfach mal gewinnen muss. Auch das war, glaube ich, damals der Tabellenletzte, ne? So wie heute. Wir sind so ein typischer Aufbaugegner, ne? Können wir nicht. Ja. Können wir nicht. Ja. Keine Ahnung, ey. Ja. So, wie kriegen wir es positiv zum Abschluss? Ja, wir freuen uns auf Heidenheim. Hauen die weg. Und ja? Ziehen wir uns das rein? Ja. Fahren wir hin. Alright. Das ist ein bisschen unsere Pflicht, ne? Leute, lasst euch nicht den Sonntagabend versauen. Kopf hoch. Guten Start in die Woche morgen. Guten Start in die Woche morgen. Ja, ertragt die Nachrichten, falls ihr Nachrichten bekommt. Und auch nach so einer Derby-Niederlage müssen wir einfach festhalten. Gladbach ist der geilste Club der Welt. Macht's gut, Leute. Haut rein.